Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andiro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, in der letzten Folge haben wir die letzten Quests hier in den Slums von Sektor 5 erledigt. Und ja, wir können jetzt mit der Story weitermachen, ne? Nehme ich an. Und ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Wir gehen jetzt erstmal dafür hier hin und da wartet hier ein Mitglied der Turks. Was macht denn der da? Was soll denn das? Hi. Da bist du ja. Ein Hinterhalt? Sieh an. Das muss dann wohl dein neuer Freund sein. Du sagst das so, als wäre das was Schlechtes. Verstehe. Marco Augen. Du sollst Greeno besiegt haben? Was, wenn es so ist? Mein Boss will einen Bericht. Ich muss die Fakten überprüfen. Ach, kämpfen wir da drin, ne? Lass uns gehen, ja? Cool. Root ist kein schlechter Mensch. Das kann schon sein. Allerdings... lassen wir uns nicht gerne zum Narren halten. Na, komm mal her. Nimm's mir nicht übel. Ein Tag, wie er im Buche steht. Oh? Eine große Klappe, aber nichts dahinter. Werden wir sehen. Ach, komm mal her. Cool. Au, 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 tschup, tschup. Gegen den hat man voll viel später erst gekämpft, ey. Warum? Nein. Oh, oh, oh Gott. Au. Kannst du uns nicht in Ruhe lassen? Das kann ich nicht. Nein. Oh, hab ich mich. Mann. Dieser. Ich werde es erstmal analysieren. So. Wind. Oh, wie perfekt. Mein Partner zu rächen. Versuch's. Ist da auf die losgeflogen, ey. Au. Wozu hat man überhaupt Rollen, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, die irgendwie ausweichen kann? Stehlbar, Megatank. Brauche ich nicht. Ja, sowieso Feuer geschlagen. Vor dem seine Schockleiste tut er ganz schön schnell sich füllen. Hakentritt. So, ha. Jetzt bin ich mal ausgewichen. Was machst du jetzt? Ich bin bereit. Bonk. Mal ja. Bonk. Na cool. Nicht schlecht. Aber pass auf mit deiner Brille. Hol einfach noch einer raus. Nein. Ich fange jetzt erst richtig an. Sehr geil. Aber ja. Was war das denn? Dämonenfaust? Wie in der Tales of Serie? Könntest den Job wechseln. Aua. Oh, jetzt habe ich mal einmal nicht geblockt, ne? So quer, wenn ich brauche, ne? Nicht so stark, wie du vielleicht denkst. Unterschätzt mich nicht. Muss ich irgendwie abtimen oder was? So. Wolltest du nicht deinen Partner rechnen? Na, so viel zu blocken. Ja, bin noch dabei. So ein Kontermodus oder was? Ich bin bereit. Dämonenfaust. Du hast Gewalt. Demon Fist, Demon Fist, Demon Fist. Das hier ist Notwehr. Wird bald. Boah, ich kann den Sanario für dich blocken. Verschwinde.
der muss, nachdem dieses Blinken kommt oder was? Wenn man so schön Zeit hat, irgendwie. Ich verstehe es nicht. Wow, funktioniert so nicht. Aber ja. Das wird so nichts. So, Iris, hier. Hat wunderbar funktioniert vorhin. Irgendwie nicht mehr. Keine Chance. Ja, ja, ja. Schon mal nehme gleich voll. Was machst du dann? Da kontert einfach, ey. Versuch mal, das jetzt zu blocken. Schlitz, Schlitz, Stoß. Oh, sehr gut gemacht, Iris. Bitte, lass es gut sein. Das kann ich leider nicht. Hey, Ruth! Sorry für die Unterbrechung, aber die Slums im Sektor 7 rufen, die Sache kann nicht warten. Ja. Also beweg dich sofort hierher. Verstanden. Neue Befehle? Sieht ganz so aus. Geh zurück nach Hause. Nix da. Könnt ihr so passen? Nimm mich völlig ernst, du. Ja, gut, hatte ich ja noch so lange im Intro hatte, ne? Wenn wir sowieso gegen den gekämpft hatten, ne? Jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht beim Original, dass er ihn erst außerhalb von Midgar irgendwann mal bekämpft, glaube ich. Ja, ich glaube, man hat nur gegen Reno gekämpft. Midgar. Vor allem man hat Reno gar nicht bekämpft in der Kirche letztens. Sondern erst ein bisschen später, aber ja. Was soll's? Gut. Hat jemand ein Level abbekommen? Iris? Nö. Aber ich meine, sie hatte irgendwie ein paar Punkte. Ja, 18. Ja. So, dann zeig mal. Warte mal, ja. Zusätzlicher Materia-Slot? Ja. Nee, er tut nur erweitern. Ne, verbinden. Verbinden. Na, warum nicht? Wer macht das dann? Da tut einen zusätzlichen hinzufügen. Ja, super. 12, 10. Das ist nicht der neue Stab, ne? Das ist der neue Stab. Boah. Oh, mir voll ins Ziel gestoßen. So, bei vollen MP Schaden von Angriffsmagie plus 20%. Ne. Magische Attacke plus 10, das ist allerdings nicht schlecht. Da bei mir ist irgendwie, da ist irgendwie eine Lücke. Wie kommt das? Seht ihr das da oben rechts? Ja, da ist irgendwie eine Lücke. Was hat das zu bedeuten? Egal, magische Attacke. Man kann es nichts falsch machen eigentlich. Deshalb weiß ich noch nicht irgendwie, die doch, sie hat die Fähigkeiten schon gelernt. Vielleicht habe ich eine Waffe irgendwie. Da, die hat auch nur zwei bei dem einen Ding, sehe ich gerade. Bei ihm fehlt auch das zweite Ding irgendwie. Hä? Okay. Also wenn du schon irgendwie eins auslässt, warum nicht die letzten dann? Kannst du tun, als wäre irgendwie eine Art zweite. Wieso? Mit. Boah. Wollte schon sagen, die hat doch gesagt, warte hier.
Ich will da ganz schneller laufen, Iris, aber das Spiel lässt mich nicht. War nicht hier auch eine Materie irgendwie versteckt im Original in diesem Blumenbell? Da, guck mal. Ah, meine Erinnerung. Ich bin so gut. Redest du mit den Blumen? Also, das war mein Tag heute. Gehen wir? Meine Mutter wartet schon. Was haben Sie gesagt? Gut gemacht. Spaß. Ich habe nichts gehört. Weißt du... Vergiss es. Glaubst mir ja sowieso nicht. Hast recht. Sag's mir trotzdem. Echt? Ja. Die Blumen wollen mir etwas sagen, glaube ich. Irgendwie habe ich ein seltsames Gefühl. Aber es fehlt irgendwas. Ihre Stimmen kommen nicht zu mir durch. Noch nicht. Sie strengen sich an. Und trotzdem höre ich sie nicht. So sehr ich es versuche. Und langsam habe ich genug. Geduld ist nicht meine Stärke. Wie jemand, der aufgibt, siehst du aber nicht aus. Naja, heute ist ein besonderer Tag. Wieso das denn? Komm, gehen wir! Nun antwortet ihr schon. Und was? Sagen Sie? Gut gemacht. Oder sowas. Ja, das haben wir. Okay. Dann kassiere ich nochmal hier das ein. Irgendein Bonus. MP-Boost. Habe ich doch schon so viele mal. Wie viel MP brauche ich denn für dieses Spiel? Na gut. Aber eine kleine süße Nebenstory fand ich. Okay, hier ist nichts. Ich dachte... Und ja. Dann gehen wir mal nach Hause. Du willst schon zurück? Nein. Wieso? Noch nicht. Wieso sagst du mir das jetzt so? Ich habe alles abgeschlossen, ne? Ja. Mal auf Nummer sicherstellen, ne? Mal sicher gehen, meine ich. Sieht gut aus. Ich weiß immer noch nicht, wie man hier reinkommt. Aber ich hoffe, man kann hier irgendwann mal wieder zurück. Ich meine, man kommt auch irgendwann später hier wieder zurück. Du willst schon zurück? Das ist nicht ja, das letzte Mal, dass wir diesen Ort genug. Hier sehen. Also ja, komm. Bin da, wenn noch auch. Wo seid ihr gewesen? Weißt du, wie spät es ist? Tut mir leid. Wir haben auf dem Rückweg gebummelt. Das Abendessen ist fertig. Ich deck den Tisch. Warte. Bereite lieber das Gästezimmer vor. Okay. Fühl dich ganz wie zu Hause. Diese Augen. Sind Sie Soldat? Ex-Soldat. Entschuldigung, aber ich möchte, dass Sie heute Abend noch verschwinden. Sie haben im Austausch für Ihre Kräfte ein normales Leben aufgegeben. Finden Sie sich damit ab. Schon erledigt. No. Dann lass uns essen.
Du hast bestimmt Hunger. Wir haben Bärenhunger, nicht? Ich bin ja so stolz auf dich, Cloud. Und was ist mit der Liebe? Verdrehst du den Mädchen den Kopf? Nicht wirklich. Das Großstadtleben ist nicht ganz ungefährlich. Wenn du eine feste Freundin hättest, dann müsste ich mir weniger Sorgen machen, weißt du? Ich komme auch alleine klar. Ich glaube ja, zu dir würde jemand passen, der etwas älter ist als du. Und dich ein wenig aus der Reserve locken kann. Ja, Iris ist ein Jahr älter, ne? Ich schau dann mal ab, wie gewünscht. Ja. Schleichen wir uns mal hier raus. Ah, an den Teil erinnere ich mich auch noch. Oh. Sehr komischer Spiegel. Steh dich heimlich aus dem Haus davon, ohne dass Iris etwas bemerkt. Pass auf, dass du keine Dinge umstößt und Lärm verursachst. Okay. Boah. Wo willst du hin? Hast wohl was Schlechtes geträumt, hm? Warte aber trotzdem bis morgen. Dann bring ich dich ja nach Hause. Okay, ist gut. Wollen wir mal gucken, ob das klappt. Beim Original wurde man dann auch erwischt. Dieses Mal muss ich vorsichtiger sein. Das muss ich einfach nochmal. Na gut. Wollen wir mal gucken. Wir platzierten noch diesen blöden Eimer da hinten, ey. Was? Cloud! Ich hab doch gesagt, du sollst dich ausruhen. Husch, zurück ins Bett mit dir. Ich hab mich nur ein... Ich hab noch nicht mal den Dings irgendwie durchgezogen. Gar nichts. Was? Soll man statt da gerade aufgeben? Nee. Gegen was bin ich denn hier gegen gestoßen? Geht ganz langsam. Jetzt haben sie den Eimer entfernt. So, ganz langsam. Ganz langsam. Ganz langsam. Gehen Sie endlich? Wie komme ich von hier aus nach Sektor 7? Das ist nicht schwer. Gehen Sie einfach durch Sektor 6 durch. Es ist nicht der sicherste Weg, aber für einen Soldaten ist das bestimmt kein Problem. Ex-Soldat. Und bitte, halten Sie sich ab jetzt von meiner Tochter fern. Natürlich. Danke. Sehr freundlich. Nichts für ungut. Doch, irgendwie schon. Nichts für ungut, ich hasse sie nur. Nichts für ungut. Doch. Cloud ist sehr nachtragend. Na gut. Dann gehen wir mal. Ohne Iris. Durch Sektor 6 durch. Naja, das wird gut reden. Ach, da. Okay. Na gut. Dann wollen wir mal. Mit Iris nicht in Gefahr bringen, sollen wir hier alleine weitergehen, ne? Ah, schade. Warum nicht? Bin sowieso lieber gerne allein unterwegs, ne? Und wenn wir irgendwie, weiß ich nicht gegangen wären, dann hätte Iris uns begleitet und wahrscheinlich noch bis zum Ende der Welt begleitet. Und das wollen wir natürlich nicht, ne? Und deswegen gehen wir uns jetzt einfach mal, ohne uns zu verabschieden, weg. Und ja,
Also war auch Iris los und die wird ganz bestimmt nicht mehr uns über den Weg laufen. Ha. Und da ist sie. Das ist aber mal ein Zufall. Was soll das jetzt wieder? Ein Hinterhalt? Und wozu? Weil ich noch Zeit mit dir verbringen will. Oh. Oh. Zeigst du mir den Weg? Na, Kapitel 9. Mit Vergnügen. Es ist wieder Zeit, edgy zu sein. Hey, Cloud. Was ist denn los? Ach, nichts. Na gut. Und Iris hat sich uns wieder angeschlossen. Die Fremdenführerin. Gut. Kapitel 9. Das heißt wahrscheinlich neues Intro, ne? Weil die Platte eingestürzt ist. Der Himmel ist ganz schön gruselig, was? Beim Bau von Midgar kam es zu einem Unfall und die Platte stürzte in die Tiefe. Zum Glück hat damals noch keiner hier gelebt. Sonst wäre die Sache nicht so glimpflich ausgegangen. Ja. Wenn ihr halt zerquetscht gewesen. Ja, ich weiß, wo wir hier sind. Ich weiß, wie die Dungeon damals aussah. War sehr merkwürdig. Ich überlege gerade, wo kommen wir nochmal hin genau? Ah, okay, ich weiß. Was ist das? Der Wallmarkt. Die Slums genau. Von Sektor 6 sind ziemlich eigentümlich. Sag bloß. Du bist noch nie in Sektor 6 gewesen. Hab ich dir doch gesagt. Ich bin aus meinem Dorf direkt zu Shinra gegangen. Ich kenne die Slums kaum, auch nicht die von Sektor 6. Damals, als sie Midgar gebaut haben, sind viele Leute hierher gekommen. Und für diese Leute baute man dann Gasthäuser, Lokale und andere Läden. Das hat viele neue Arbeitsplätze geschaffen und... Die Menschen hatten auf einmal viel Geld zum Ausgeben. Dieses Geld lockte aber leider auch eine Menge schlechter Leute an. Du meinst Kriminelle? Ja. Also dann haben sie kurzerhand eine Mauer gebaut, um das Laster einzudämmen. Und so ist der Wallmarkt entstanden. Innerhalb dieser Mauern gelten unsere Gesetze nicht. So hat man die Leute bei Stange gehalten. Und das ist diese Mauer? Ja. Willst du ihn dir mal ansehen? Muss nicht sein. Das lob ich mir. Oh. Die Abkürzung nach Sektor 7 ist hier. Die meisten nehmen die Route durch den Wallmarkt. Aber ich empfehle die hier. Hab ich schon als Kind immer heimlich benutzt. Ich will aber sie. Ich will aber den Wallmarkt sehen. Wir sehen, wie die das umgesetzt haben. Da sind einige richtig geile Highlights in dem Gebiet. Mal gespannt, wie die das umgesetzt haben. Dieses Projekt zusammengefasst. Ich will einfach nur sehen, wie sie es umgesetzt haben. So. Boom. Mogi-Medaille. Sehr geil. Alles klar. Oh, bitte sagt mir, wir können ja gegen diese Häuser kämpfen. Ich glaube, irgendwie so ein Monsterhaus irgendwie. So als normale Gegner. Die sind, glaube ich, hier aufgetaucht. Ja, genau. Das sieht sogar so aus wie das. Einfach hier liegen lassen. Und hier willst du durch. Du kletterst nicht gerne, hm? Das ist so schön, wenn man weiß, wie das im Original aussah. Jetzt irgendwie weiß ich nicht, so eine, man sieht es irgendwie aus einer anderen Perspektive jetzt. Die Musik ist irgendwie interessant. Oh, okay. Oh, naja, jetzt sind schon wieder solche Viecher. Komm mal her. Ah.
nach gedrückt halten muss man in diesem Kombo angefangen. Boah, ey. Ja, wie ich einfach nichts machen kann. Alter. Ich einfach gar nichts machen kann. Das ist ja voll unfair. Boah. Steckt einfach fest, macht einfach die ganze Zeit diesen Kreiselangriff und ich kann nichts machen. Billig ist das denn? Okay. Na gut. Hi. Ach, die Viecher kenne ich. Haben mich immer so sicheln auf eingeworfen. Bin mal so frei. Wirksamen Luft, perfekt. Und Aero. Muss Aero jetzt Aero ein. Oh, ist aber voll kacke. Ich einfach nicht treffe damit, ey. Hey, was ist das? Wieso süß? Nein. Warum? Oh, so ein putziger Kran. Du bist süß, Iris. Ein Kran ist nicht süß. So, Mogri-Medaille, cool. Ha, leider ein bisschen zu spät. Ich bin jetzt schon weg von dem Mogri-Kind. Aber ich nehme jetzt mal einfach an, im Walmart wird er wieder auftauchen, ne? Genau wie dieser Pfadfinder-Typ. Ne, die tauchen wahrscheinlich über das ganze Spiel verteilt jetzt immer wieder auf. Nehme ich jetzt mal an. Blub. So was Dummes. Jemand hat die Leiter hochgezogen. Vielleicht können wir den Kran ja benutzen. Ja, das könnten wir mal versuchen. Den Arm heben und senken, den Arm rotieren lassen, Eilf aufnehmen oder absetzen. Was? Dann ist der Arm nur innerhalb des gelben umrandeten B und Enderbereichs einzusetzen. Hier lang, hier lang. Dich. Okay, ich springe auf. Bring mich bis nach oben. Sicher? Natürlich. Von oben kann ich dir dann die Leiter runterlassen. Okay. Ja, dann halt ich mal fest, ne? Nüpsa. Lady. Ich hab's gleich. Einen Moment noch. Ich lass dir die Leiter runter. Und geschafft. Super Teamarbeit, Iris. So, sehr toll gemacht. Wir sind oben. Ja. Hey. Nanu? Ach, egal. Aber so darf's weitergehen. Okay. Hey, das ist voll putzig in dem Spiel. Finde ich. Warte. Oh. Ach, ich dachte, das wäre jetzt so ein Haus. Ich habe wieder keinen Blitz, ne? Das heißt, der Kampf wird wahrscheinlich voll nervtötend. So,
Und angriffen geht der Arm in den Amok-Modus. Fügt den Arm diesen Modus einem bestimmten Schadensmenge zu, wird der Modus beendet und die Schockleiste gefüllt. Okay. Das wird so nicht. Hau. Warten wir noch. Was soll das? Schloss mit das. Er macht irgendwas, ja. Gebet. Komm. Schnell. Danke. Ah, er ist schon wieder tot, ey. Dann glaube ich irgendwie meine Ausrüstung ist irgendwie nicht so dolle. Da bilde ich mir hier nur ein. Aber ja. Wie habe ich das Gefühl, ich habe nie irgendwie Kontrolle über die Kämpfe hier. Boah. Ich bin irgendwie immer in Lebensgefahr. Ja, haben wir jetzt. Noch mehr. Ich weiß immer noch nicht, wie man diese Gegner-Dingens macht, ey. Hat genau, was ich denn da machen? Wende Spezialfertigkeiten bei Gegner im Schockzustand an und lade insgesamt 10-mal eine Einheit der ATB-Leiste auf. Ich verstehe nicht, was genau ich da machen muss. Ich soll eine Einheit von ATB aufladen. Irgendwie hat die keine Animation gemacht, glaube ich. Gut, ich würde sagen, hier machen wir einen Schnitt. In der nächsten Folge geht es weiter durch die Slums von Sektor 6, ne? Ja. Und ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.